Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Lego City. Zwei Jahre, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Cop. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Vielleicht keines, vielleicht beides. Hey, aber irgendwas muss ich hier ankreuzen. Oh! Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Ah! Wilson! Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Haft. Und was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Schnickschnack! Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury! Neue Gesichter und alte Widersacher. Kapitel 1. Ja! Ich spiele Lego City Undercover, eins der besten Wii U-Spiele aller Zeiten. So. Jetzt gucke ich mal, wo ich meine Daten hingelegt habe. Es kam für die Wii U raus. Am 28.03.2013. Ab 6 Jahren ist es freigegeben. Und zum Spielen wird auch logischerweise das Gamepad benötigt. Erhältlich in den Sprachen, also es liefert die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch und Dänisch mit. Natürlich gibt es auch noch eine, also seit ein, zwei Jahren, weiß ich jetzt nicht so genau, gibt es aber auch noch eine Fassung für die Switch, der PS4, der Xbox One und den PC meines Wissens. Ist aber jetzt egal, weil wir knüpfen uns jetzt die Wii U Fassung vor und die ist nämlich vom Inhalt absolut identisch zur Switch Fassung mit den Easter Eggs, nur die PS4 Xbox One und PC-Fassung weichen vom Inhalt ab, aufgrund der Easter Eggs von, von Nintendo, weil hier kommen auch sehr viele Easter Eggs von Nintendo vor. So, können wir zusammenfassen, das ist ein GTA für Kinder, im Grunde genommen ist es GTA für Kinder. So, wir sind Chase McCain, wie wir sehen, wir machen uns mal alles kaputt.
so das Geld liegt natürlich auf der Straße. Das sehen wir oben links. Da wo die Zahlen her wurden, das sind die Stats, das ist die Währung. Und oben rechts, das bekommen wir, wenn wir sowas machen. Wir kloppen das kaputt und kriegen dann Bausteine. Von diesen Bausteinen, die werden auch wichtig, weil. Ach, wir werden das sehen. Ne, die werden auf jeden Fall wichtig, weil. Gut, okay, ich denke nicht so, ne? So, die werden wichtig, weil. Die brauchen wir zum Bauen dann noch. Aber alles, wenn es dann soweit ist. So, ich habe nämlich auf der Platte vom MacBook Pro. Ja, ich habe Windows 7 installieren müssen. Ja, Windows 7 hat es auch getan, aber ich hasse Windows 7. Ich habe da Windows 7 drauf geknallt, damit ich meine Capture Card verwenden kann. Und dann fangen wir an. Und wir machen folgendes. Nee. So, diese leuchtenden grünen Giftkugeln sind GPS-Taxen. Die sind kein Geld. Hey. Schon Geld, aber was nachbestimmt. Ja. Nicht entsprechend. Man braucht Bonussteine. Aber alles dann, wenn es soweit ist. Und mal sehen, wir werden dann. Auf jeden Fall, ich bin so heiß auf das Spiel, ich liebe es zu sein. Hey. Einer meiner Lieblingsspiele. Und wer weiß, vielleicht. Ja, die C-Kraft-Support. Die 4K-Support dann. Aber gut. Aber gut, okay. Und ich stelle fest, dass es, der Ingame-Sound ist ziemlich laut. So, sollte jetzt ein bisschen besser passen. Gut, okay, so lassen wir es. Ja, genau. Ja, es ist halt alles Neuland, weil ich nehme das jetzt mit der Cutting. Hey, brauchst du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Stimmt es, dass du Rex Fury dingfest gemacht hast? Hab dazu beigetragen. Deputy Dumby hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre. Ich warte drinnen. Auf dich. Okay. Hanni, ich liebe ihn. Ja, das Spiel läuft in nativen 720p bei 30 Frames per Second. Das heißt, ich werde auch meine Klappe halten. Mit der Katze. Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig! Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an.
Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Rex. So, da bin ich wieder und ich weiß jetzt leider nicht mehr, was ich sagen wollte, Frank. Aber egal. So, ich hab keine Ahnung. Wir machen auch mal alles kaputt. Wie es jetzt zum Polizisten gehört. Der wird nicht geschlafen während der Arbeit. Ja, er frisst ja auch noch einen Donut, ey. So, was haben wir hier? Frank. Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Freu dich. Da sind noch Bausteine. So, dann gehen wir mal zu Frank. Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt. Frank! Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Nein, hast du nicht. Du hast sie nicht schön. Was wollen Sie denn? Fresse. Ich glaub, es geht los hier. So unfreundlich zu antworten hier. Habt ihr nichts getan? Frank! Da mach ich schon Schreibtischblatt hier. Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Ja, warum auch nicht? Ist klar, also ich repariere meine PCs auch immer mit dem Hammer. Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Nee, aber jetzt mal mehr Angst, ey. Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Hm, nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, Computern. Zeit für den Keller. Gesichtsausdruck dabei. Die Treppen reinigen. Ich reinige die Treppen. Habe das Wasser vergessen für die Treppen. Also ich finde das Spiel genial. Ja, Frau Bürgermeisterin. Ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dandy, du, Sie sind der neue Chief? Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Mann, ist der Assi. Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Alter, wenn das gute Laune sein soll, dann will ich nicht wissen, wie Assi der drauf ist, wenn er auch schlechte Laune hat. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. So, wir wollen natürlich keine Hier Zeit findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter. Also eins. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, Frank. Katrin. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her.
ist etwas Besonderes. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Ja, lass mal gegen Kisten rein. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Sieh in diesen Kisten nach. Vor allem wie blöd Frank ist. Ich meine, er warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Kann ich nicht beurteilen, ja, aber ich. Ja, doch, finde ich schon. Yay! Und wir sind endlich kein Zivilist mehr, wir sind. Hey, gut siehst du aus! Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Ah, hoffentlich ist Ellie da. Los, strengt euch mehr an! Ja. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Ich will 110% Einsatz von euch sehen. Prozent, nicht Promille. Klar, Mr. Simons hat mich auch immer angebrüllt. Aber Chief Dundee hat gesagt, ich hätte fette Knöchel. Euer Fleiß, kein Preis. Genießt den Schmerz. Passendes Klischee hier einfügen. Du bist ganz schön angekommen. Oh, wie gemein! Bam, bam, ich mach dich alle. Wenn das nicht besser wird, mach ich euch Beine. Und zwar mit der Beinpresse. Oh. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu Ellie. Ja, den Code kennt doch komischerweise auch nur als Polizist, warum auch immer. Ist mir ein Rätsel. Aber gut, okay. Hier drüben! Ja, ich sehe dich. Ellie, bist du da? Bist du das, Frank, Holly? Moment! Aber ich glaube, ich sollte mal. Das ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie. Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Hallo, ja. Ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Alter, wie ein Hund. Ja, gut, okay. Auf jeden Fall. Komm, ab in den Aufzug. Ich dachte, es ist kaputt. Ach, der andere. Ah, so, los.